Ach ja, hier ist der Pyromant, ne? Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Ja, klar. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. I'm in your debt once again. My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. In this land, pyromancers earn a certain respect. The Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. Oh, sorry. You're a pyromancer yourself. You already know this. Okay, das letzte, das haben wir auf jeden Fall schon mal gehört, aber ansonsten ganz interessant eigentlich. Und sein Lehrer ist also im großen Sumpf, ja? Da ganz unten, wo wir gerade herkommen, ja? Vergiss es, Junge. 14.000 Seelen, um die Pyromantieflamme weiter aufzubauen. Die haben wir. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Die haben wir, die Seelen. Wir haben doch hier noch zwei Krieger und zwei stolze Kriegerseelen. Das musste ich gerade eben mal gähnen. Das tut mir leid. Wie gesagt, ich komme direkt aus der Nachtschicht. Hab Nachtschicht gehabt und nach Hause gekommen und habe hier die Kiste angeschmissen gleich, um für euch hier Dark Souls aufzunehmen, damit ihr heute Abend was zu gucken habt. Bin ganz froh, dass wir hier mehr oder weniger nur bekannte Gebiete ablaufen und mit den Leuten reden. Ich glaube nämlich nicht, dass ich noch die mentalen Fähigkeiten habe, mich hier auf irgendwelche neuen Gegebenheiten einzustellen. Ich bin froh, dass ich gerade noch hinkriege, den Controller anständig zu bedienen. Und sogar das ist debattierbar. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. I'm in your debt once again. Und wenn ich noch auf die Aufnahmezeit gucke, sehe ich, wir sind jetzt tatsächlich schon in der dritten Folge, dann mache ich die jetzt noch fertig hier. A pyromancer's flame. The flame. Oh, ich wollte doch gar nicht mit ihm reden. Wir wollten umwandeln. Wumms. Auf plus 11. 16.000 fürs nächste, das lassen wir mal sein. Goodbye then. Come back if you find anything new. Vielleicht können wir noch ein Level up machen oder sowas. Was ist das? Hier war früher mal das Wasserbecken. Greift er mich an? Ich kann auf jeden Fall nicht anvisieren, also es ist wohl kein Feind, dann ist es wahrscheinlich ein NPC, dem wir tatsächlich mit ihm reden können. Oh Gott, ist das ein widerliches Vieh? Was zur Hölle ist das? Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Immer. Very well. Then I am pleased to share, chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo
and acquire the Lord Vessel. Anor Londo, aha. Wie komme ich denn dahin? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Also müssen wir tatsächlich jetzt durch Sens Festung, um Anor Londo zu erreichen. So, das hatten wir ja jetzt sowieso als nächstes vor. Okay, der wiederholt sich. Gegenstand verkaufen? Ach, guckt mal. Das meiste ist zwar kaum was wert hier, aber... Ja, schön. Und wir können große Scherben füttern. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt. Okay. Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Ja, tu das mal. Komm, eigentlich. Urschlange, Primordial Serpent. Ist das sowas ähnliches wie Ouroboros? Die ewige Schlange? Hier hat der vielleicht noch was Neues zu sagen, jetzt wo wir mit dem Typen gesprochen haben, also mit dem Schlangentypen da. Oh, maybe it's time I do something about it. Nein, hat er nicht. Gut, hier irgendwo stand doch auch noch ein Magier rum, ne? Ah, hier. Oh, hallo. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Let's get started straight away. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Second, you must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. Das kennen wir schon. Goodbye then. Do stay safe. Aber ein NPC haben wir noch. Der Lautrek ist weg, ne? Das ist ja der Feuerhütermörder. Nach dem Augapfel da. Aber unten in Neulondo, da ist ja noch dieser magische Schmied da. Dem können wir auch nochmal schnell reden. Denn wie gesagt, ich will ein neues Gebiet jetzt nicht mehr anfangen, aber ich will jetzt die Folge an dieser Stelle auch nicht unterbrechen. Also gehen wir jetzt nochmal da runter und dann können wir uns ja schon mal in Richtung Sens Festung begeben. Da ist ja ein Leuchtfeuer ganz in der Nähe, und zwar bei diesem Schmied, da wo es in den Finsterwurzgarten runtergeht. Und dann könnten wir noch kurz gucken, ob der Zwiebelritter noch da ist. Hier müssen wir bestimmt auch noch hin. Später. Hello. Hello. What weapons have you brought? Go on, show me. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja, das ist auch etwas, das kennen wir schon. Ja, ja. Smithing helps. Das können wir vielleicht... Halt, falsches Ding. Hier müssen wir mal rein. Ja, ich hatte gehofft, er hat vielleicht was Neues zu sagen. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Na gut, das ist jetzt auch nicht so weit. Wenn wir den Fahrstuhl benutzen, sind wir direkt in der Kirche schon mal. Wir müssen irgendwann auch noch zurück ins Untotenasyl. Aber da wollte ich mir bei Gelegenheit nochmal ein Video angucken, wie genau das geht, weil wir müssen da irgendwie vom Fahrstuhl abspringen, soweit ich weiß. Und irgendwo landen. Auf irgendeiner Säule oder sonst was.
Das werde ich mir nochmal genau angucken, dass wir das dann bei Gelegenheit hier mal umsetzen können. Und ich glaube, bei Gelegenheit habe ich in dieser Aufnahme schon sehr oft gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall, also da wäre ich jetzt auch nicht hochgekommen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Doch, passt. Spannend so eine Fahrstuhlfahrt wird, wenn man dabei auch noch still ist, sodass man sich so voll und ganz auf das Erlebnis konzentrieren kann. Ich habe mir gedacht, die Minute haben wir, dass wir hier die Ritter mitnehmen können. Ein bisschen... sterben und so. Ja, da hat er mal gesehen, wie das aussieht, wenn wir hier repostiert werden. Und ich verliere gerade so ein bisschen den Lebenswillen. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wirklich... Ach man, nein. Doch, scheiße. Boah Leute, ich habe gerade so ein bisschen die Schnauze voll. Ich habe... Oh, das kann... Na, ich versuche jetzt durchzurennen. Ich renne jetzt durch. Oh Mann. Das Warum ist denn die scheiß Feuerhüterin tot gewesen? Das ist so gemein. Das ist... Da wird man einmal ein bisschen übermütig. Ja, das ist Dark Souls. Sie ist leibt und tötet. Na, habt ihr gerade auch so viel Spaß wie ich? Boah, Leute, ich würde ja sagen, ich mache einen Schnitt und wir sehen uns oben, aber das lohnt sich nicht. Die Folge ist sowieso in 3 oder 4 Minuten zu Ende und wir hätten oben eh nichts mehr zu tun, außer das Leuchtfeuer zu aktivieren. Also könnt ihr auch noch kurz hier mitkommen. Dann laufen wir da jetzt noch einmal nach oben zu Sens Festung und machen da dann Schluss. Also von daher, storytechnisch oder sonst was wird hier nichts mehr passieren. Die, die das jetzt nicht interessiert, die können schon mal abschalten. Und die anderen können ja mit mir zusammen schon ein bisschen verbittert sein. Boah, Demon's Souls war nicht so schlimm. Das war so klar, dass der jetzt wieder anfängt, seine Scheiße zu schmeißen da. Und vergiftet. Weil man ja hier durch den Sumpf auch so gut manövrieren kann. Den lila Moosklumpen schon mal ausgerüstet. Mein Gott, beweg dich doch mal! Na, diesmal müssten wir allerdings relativ locker hier durchkommen. Und wenn ich an den... an diesen Riesen da, an den Klopsis einfach vorbeilaufe. Das sollte ja machbar sein. Die sind ja relativ behäbe. So, wo ging es jetzt hoch? Erstmal hier, ne? Dann hier hinter dem Käfer weiter. Das ist schon falsch, ne? Hier geht's hoch.
Na gut, dass ich mich auskenne und weiß, wo es lang geht. Hier geht's weiter. Diese Treppe habe ich nämlich eben gesucht. Und mit Treppe meine ich Leiter. Ich weiß nicht, wieso ich das immer verwechsle. Also das sage ich ständig. Wenn ich Leiter meine, ich sage ständig Treppe. Ja, der muckt ein bisschen auf hier. Den schletzen wir mal schnell weg. So. Und immer weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Hier geht es noch weiter nach oben. So, ich sollte vielleicht nicht zu früh anfangen zu rennen. Ja, schreit ihr Mann, das könnt ihr gerne machen. Das finde ich sogar sehr sozial von euch. Ihr braucht doch gar nicht hinterherkommen. Ich höre euch doch da. Ja, okay. Haben die Verfolgung schon aufgegeben. Das ist gut. Oh. Leute, ich fühle mich von Dark Souls so ein bisschen eingeschüchtert. Und wenn ich dann überlege, dass Dark Souls 2 noch schwerer sein soll. Halali. Das kann noch sehr lustig werden, alles hier. Ich denke auch, mit Dark Souls werden wir mehr als 100 Folgen beschäftigt sein. Wir sind ja jetzt schon auf, lasst mich nicht lügen, 35 müsste das sein. Also quasi schon fast Halbzeit von unserem Demon's Souls Let's Play. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier die Hälfte des Spiels schon geschafft haben. Dazu sind noch viel zu viele Sachen offen. Ich habe nämlich meine Liste gemacht, was wir jetzt in diesem Augenblick alles machen könnten und wo wir noch hin müssten. Das sind nur die Sachen, die ich weiß. Ich habe ja nicht wirklich nachgeschlagen. Das sind alles nur Sachen, die wir hier im Spiel jetzt selber schon gesehen haben oder von denen uns schon erzählt wurde, dass wir das jetzt machen können. Und ich habe eine ganze Seite vollgekriegt. Also, das ist nicht gerade wenig. Gut, da standen auch so Sachen drauf wie Rüstung aufwerten, ne? Aber trotzdem. Das ist gar nicht so unwenig. Hier muss ich rein. Jetzt sind wir gleich da. Nehmen wir diesmal den anderen Aufzug. Links finde ich sowieso besser als rechts. Oh, es bringt denn die Politik ins Let's Play. Naja. Ich will meine Seelen zurück. Dafür kriegt er erstmal einen Feuerball am Kopf hier, der Blödmann. Ja, toll. So, und du kriegst ein Schwert in nicht den Rücken. Kleine Scherbe und Balderstumpen, das sind wahrscheinlich die... Von denen können wir wahrscheinlich die Rüstung kriegen, die die Kerle auch anhaben. Hops. Und gleich weiter. Wir müssen ja eh hier hinten hin. Hier ist ja Sens Festung dann auch. Oh, der Schmied. Ja, da können wir nochmal kurz vorbeischauen, ob der was zu sagen hat. Ich überziehe schon wieder. Wenn ich so weitermachen, kann ich ja bald 4 Folgen draus machen. Und dann kann ich auch gleich die ganze Session hier aufnehmen. Als allererstes. Bevor hier noch irgendwas schief geht. So. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? I
know little of the Darkroot Garden, although I've heard rumors of a divine blacksmith who resides there. Those who get stumped in the catacombs seek him for divine weapons. I'll be seeing you then. Be careful out there. Das werden wir sein. Der Schmied hat also auch nichts Neues zu sagen. Der redet nur vom Finsterwurzgarten. In dem wir übrigens auch nochmal zurück müssen. Also zumindest, hier ist Sens Festung. Das Tor ist offen. Zumindest müssten wir ja ins Finsterwurzbecken nochmal runter und die Hydra töten. Aber das ist auch so eine Sache, da fühle ich mich einfach noch nicht bereit für. Ich meine, wir sind Level 34 oder 36. Mitte 30 ungefähr. Ist der Zwiebelritter noch hier? Nein, ist er nicht. Gut, wir stehen also vor den Toren von Sens Festung. Und in der nächsten Folge, wenn ich ein bisschen gepennt habe und mich von der Nachtschicht erholt habe, nehmen wir diese Festung in Angriff auf unserem Weg nach Anor Londo. Ich hoffe, ihr seid ja wieder mit dabei. Bis dann.